Wow. Sag mal, ey, wie viele Autos fahren denn jetzt hier rum? Ja, Mitternacht. Jetzt hört mal auf, hier rumzupreppern. Ja, ich weiß noch die ganze Zeit Mitternacht, aber das hat nichts damit zu tun. Die Leute kennen keine Sonne mehr hier in der Stadt. Hier gibt's keine Sonne mehr, hier gibt's nur Regen und Nacht. Deswegen sind die auch alle total weiß. Die haben keine Verfärbung und Bräunung. Und es gibt hier auch ganz viele Sonnenstudios. Die haben hier Hochkonjunktur. So, dann wollen wir mal ganz kurz zum Spezialtelshop überjagen. Weil ich mir da nicht so ganz sicher bin. Ich will das mal ganz kurz überprüfen. Das ist mir zu blöd. Und einfach nochmal auf die Handbremse tippen, kannst die Karre einfach weiter querfährt. Schön. Das ist ja nicht realistisches Driften. So. Nee, aber ich doch nicht frei. Alter. Mögen mir nicht gefallen. Ist aber drin. Alles drin, ne? Drin. 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 Warte mal. Hä? Oh, du aber drin, ne? Die werden jetzt im Shop wieder die angezeigt. Das ist so ein Kackback. Das ist zum Kotzen, wenn ich mehr Safe-Games drin habe, dann ändert das Underground. Ja, ich meine, den noch drin, wollte ich sagen. Es ist ein Underground 2-Bug. Gebe ich jetzt noch einen zweiten Part hinterher auf? Ach komm, jetzt bin ich eh schon in der Aufnahme. Es ist jetzt egal. Fahren wir halt noch ein paar Rennen. Da oben fahre ich aber nicht hin. Zumindest nicht für das Rundkursrennen. Ich fahre für das Street X-Rennen hoch, weil ich will das Rundkursrennen nicht fahren, weil ich wüsste wahrscheinlich, geht das durch die Hills, da habe ich keinen Bock zu. Rundkursrennen Hills einfach doch kacke. Gut, dann machen wir mal das Street X-Rennen. Ich habe die ganze Zeit schon rumliegen, ich bin jetzt hier einmal gefahren. Naja. Wenn ich jetzt gerade aufnahme, bin, kann ich den zweiten Part direkt hinterherhängen. Passt ja, ist ja okay. Alles in Ordnung und los geht's, du gehst erreicht, weil ich ja langsam auf den Skyline hin möchte, deswegen. Ich zock das Game ja eigentlich nur wegen dem Skyline. Vorher habe ich es gezockt wegen dem Golf, jetzt zock ich es wegen dem Skyline. Das ist. Ich habe immer sehr komische Ziele. Die Story interessiert mich einen Scheißdreck. Gut, die ist auch ziemlich bescheuert und beschissen und eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Need for Speed hat noch nie gute Story. An der Cover hatte, wollte es zwar mit Hollywood-Darsteller hinkriegen, naja, haben sie aber dann verkackt, nehmen sie Bugs ohne Ende in das Spiel gekloppt. Die Story war gut. Das Spiel war scheiße. Also war nicht scheiße, an der Cover war auch gut. Ich habe es ja auch gezockt, das mehrfach, aber es hatte halt ziemlich viele Bugs und Fehler, das war das Problem. So fliegende Cop-Autos waren da nicht in aller Tagesordnung. Beziehungsweise KI, die bei der Flucht einfach mal an der Mauer hängen geblieben ist und dadurch die Mission neu starten durfte, weil die einfach nicht abgehauen ist. Gut, das konntest du natürlich auch für Cops ausnutzen, aber meistens kamen in solchen Schwaden, da konnten ruhig 5 Leute KI-Fehler haben, die anderen kamen hinterher. Naja. Bin immer noch gespannt, was dieses Jahr in Need for Speed kommt. Sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt, weil es gibt ja bisher noch gar keinen Schimmerschein. Höchstwahrscheinlich müssen wir auf E3 warten, oder? Was ist natürlich am coolsten, ne? Hier, Xbox-Präsentation, bam, hier ist Need for Speed. Obwohl, es wäre schon krass, wenn sie die neue Call of Duty und das neue Need for Speed auf einer Präsentation von der Konsole vorstellen würden. Das bezweifle ich ehrlich gesagt stark und man möchte, glaube ich, auch Need for Speed als Launch-Titel angeben. Da kann man auch nicht so wirklich angeben, ist das Problem aktuell. Trotzdem bin ich gespannt. Jetzt recht, weil das neue Computer hier anscheinend eine neue Engine bekommt. Mein Gott. Ja, leider ist Activision und auch Infinity Ward besonders. Die sind richtig arm. Die können sich leider keine neue Engine leisten. Leider bringen die Spiele sehr, sehr wenig Geld ein. Wenn man da natürlich überhaupt kein Geld für investiert, verdient man natürlich auch viel wenig Geld. Nein, man verdient voll viel Geld, weil man natürlich gar nichts investiert hat. Und dadurch nur Plus-Einnahmen hat und keine Ausgaben. Wir müssen jetzt noch eine Engine bringen, sonst wird das auch Xbox-Präsentation ein Debakel. Das könnt ihr mir glauben. Wenn wir der alten Engine auf einer neuen Konsole in die Generation starten, dann können sie sich auch schon noch abschieben. Meiner Meinung nach, zumindest für mich können sie sich verabschieden. Haben sie sich schon seit MW3, aber das ist auch was anderes. Ich bin so grundsätzlich Call of Duty Hasser. Weil ich einfach nicht verstehe, warum man das Spiel kaufen kann, wo man echt eiskalt sieht, wie die Nutzer ausnutzen. Nett gesagt, ist ja einfach so. Die nutzen euch aus, das ist doch. Es ist nichts anderes. Also ich sage ja nichts gegen EA, dass sie das nicht auch tun. Die bringen auch halbwegs fertige Spiele auf den Markt. SimCity ist das beste Beispiel. Jetzt recht mit dem neuen Patch haben sie ja nur noch schlimmer gemacht. Deswegen ich heute Spiel aktuell nicht spiele und auch boykottiere. Aber. Ich muss sagen, dass Activision halt wirklich. Die benutzen halt immer dieselbe Engine und. Weil das kannst du bei Need for Speed zum Beispiel auch, wenn es ein Jahr rauskommt, nicht sagen. Die benutzen immer unterschiedliche Engine. So waren wir Frostbite Engine, dann die Chameleon Engine war bei Most Wanted auch. Wer die nicht kennt, das ist die hauseigene Engine. Oh, nicht hauseigene von Criterion, bin mir ganz sicher. Ich glaube, es ist die hauseigene Engine von Criterion Games. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, die Chameleon Engine wäre von denen. Die auch echt geil aussieht. Man kann ja sagen, was man will. Also die
Die Engine von den netten Burnout-Machern sehen gut aus. Also man muss ja sagen, Hot Pursuit, wenn man sich das mal vergleicht, das aus 2010 mit dem aus 2011 rausgekommenen The One. So, müssen wir angehen. The One wurde offiziell mit angegeben, hey, wir haben die Frostbite Engine 2, das wird ein richtiger Grafikhammer. Was sah am Ende besser aus? Das ist für ein Jahr ältere Hot Pursuit 2, zumindest meiner Meinung nach, sah die Grafik geiler aus. Das kann jetzt auch einfach nur eine eigene Einschätzung sein, aber... Oh, scheiße, ich hab drüber gemacht. Wo fahr ich denn jetzt hin hier, ey? Na, ist egal. Das kann auch eine eigene Einschätzung sein, aber meiner Meinung nach ist das so, dass die Engine von Criterion Games für das Rennspiel nicht was viel besser geeignet ist. Optik zumindest. Weil die auch ein bisschen besser damit auskennen. Anscheinend nämlich bei Blackbox nicht keine Ahnung von der netten DICE Engine hatte. Und wenn das noch nächste wieder eine DICE Engine kriegt, was ja zum Beispiel auch mal eine Mass Effect der Fall ist, dann hoffe ich einfach mal, dass DICE da ganz gewaltig hinterhakt und mithilft bei der Entwicklung der Grafik etc. Dass das sie nicht komplett an den Entwickler übergeben, dass sie da bei der Grafik-Engine selber mithelfen. Weil ich nicht verstehe, warum sie das echt für ein Rennspiel benutzen, weil es ist keine Rennspiel-Engine. Ist einfach so. Von der Grafik ist die nicht für Rennspiele gemacht. Aber checken anscheinend kann aber EA. Naja. Es regt mich einfach so auf, wenn man groß angibt und dann selber von der Engine weiß keinen Plan hat, was man da überhaupt macht. Das merkst du ja echt. 4 Runden aus, 2 Rennen. Okay. Ich hab gerade mein Headset rumgefuckelt, deswegen jetzt gerade ein Zickzack gefahren. Boah, Hyundai, kusch dich. Hallo Golf. Das ist eine nette Strecke, wenn ich mal so anmerken darf. Also im negativen Sinne, weil die ist echt hässlich. Oh, die Kurven sind nett. Die gut zu fahren. Jetzt, mein Gott, hier, jetzt bremst mich doch nicht jeder aus. Oh, shit. Hallo Pontiac. Nein, Ausweg von meinem Heck. Das Lustige, ich kann auch gegenlenken, wenn sie mich drehen wollen, aber wenn ich die drehe, dann lenken die auch kein Stück gegen. Die fahren dann einfach strunzdoof gerade weiter und hoffen, dass ich einfach aufhöre, um das zu drehen. Das ist das Beste. Aber trocken auf Steuer sollte man sowieso nicht fahren, wie der Pontiac Grip-Fahrer hier beweist. Oh, ich bin gekontert, mein Gott. Aha, so besser. Ah, shit. Alter, der fährt gut. Zumindest für den Kontern fährt er gut. Der steht genau daran, wo ich Lücken lasse. Rocket Ride. Mein Traumwagen ist ja immer noch ein Skyline. Also echt auch einen haben. Auch wenn man jetzt sagen muss, in Europa einen Skyline zu kriegen, erstmal ist das Problem, das Ding kommt meistens aus Amerika und Japan. Ist halt Import meistens. Und wenn dann aus Japan hat Rechtslenker, was immer schon, finde ich ein bisschen scheiße. Man muss sich zwar extrem, muss ich erstmal extrem umgewöhnen und im deutschen Straßenverkehr ist Rechtslenker eh nicht so super. Plus zweitens, erstmal sind sie sehr schwer zu bekommen. Skyline in Deutschland zu kriegen ist echt schwer. Weil die Dinger sind halt grundsätzlich, wenn importiert, dann haben sie meist auch manchmal echt einen Zustand, der ist dann nicht mehr schön. Und wenn du einen guten Zustand haben willst bei einem Skyline, dann bezahlst du echt Menge Asche für einen gebrauchten Wagen. Das ist richtig krass, wie viel du Geld für den Skyline hinlegen kannst. Auf den GTR müssen wir noch nicht mal eingehen. Können wir ganz ignorieren. Das ist überhaupt nicht mehr zahlbar. Und wenn ich jetzt letztens bei die PS-Profis gesehen habe, da hatten sie einen Toyota Supra. Ja, Toyota Supra Skyline ist ein super Übergang, aber passt ja. Da hatten sie einen Supra. Für, ich war ja 7.000 oder so was. Braucht Rechtslenker, Bigalopp. Aufgesetzter Turbo, der hatte keinen Standard-Turbo etc. drin, das war der kleinere Motor. Trotzdem hat das Ding 400 oder 300 PS irgendwie so, das war schon nicht schön. Also war schön in dieser Ebene gerade. Und der hat halt nicht wirklich viel gekostet und hat wirklich keine Macken. Das war halt einfach Rechtslenker, das war ein Problem, was du schon mal abzugehen, die man kriegen kannst für. Weil Rechtslenker in Deutschland sind ja nicht so beliebt. Okay, wenn natürlich hier sagen willst, ich will einen original japanischen Nissan Skyline TC, dann musst du die Rechtslenker nehmen, das geht ja gar nicht anders. Nachher so, wenn du jetzt einen Supra nimmst, Rechtslenker meistens, die meisten portierten, das ist wirklich Automatik. Ich frage mich, das ist ein scheiß Sportwagen, da klatscht man keine Automatik rein. Nicht mehr so, was ist bei der Entwicklung dieses Wagens falsch gelaufen? Es gibt auch noch welche, die haben Schaltwagen, aber die meisten Japaner haben haben Automatik. Das ist so eine Vergewaltigung dieses Sportwagens. Die Sportwagen haben für mich selber schalten, nicht irgendein Getriebe für mich das zulassen. Das ist doch kacke. Ich mache den ganzen Fahrspaß kaputt. Es ist einfach nur, ich habe mir echt so gedacht, ja. Das ist, naja. Aber da habe ich auch erstmal gehört, dass im deutschen, also auf dem deutschen Markt, für den und europäischen Markt, gab es eigentlich nur einen Skyline, der dafür entwickelt wurde. Die anderen, es gab nur 5-6 Sorten von dem, also Motortech, etc., die gab es aber in Europa gar nicht.
Sollte jetzt alle importiert werden, hast du so einen riesen Pool an Autos, dass du einfach nicht mehr durchblicken kannst, was ist jetzt was, was hat er drin, was ist gut, was ist schlecht, weil es gibt einfach alle Sorten, alles gemischt jetzt in Deutschland und Europa zu kaufen. Gebraucht, den kaputten Zustand, im neuen Zustand, aber im guten Zustand, etc. Und das finde ich ist das Problem, weil wenn man japanische Sportwagen sich da wirklich kaufen will, da muss man sich wirklich beraten lassen, weil die Dinger, da kann man wirklich sehr viel falsch machen, wenn du die kaufst, weil die halt in Europa so wirklich durchmischt sind, da kriegst du wirklich alles, das ist das Problem. Das ist halt, wenn du nach Japan und Amerika gehst, dann hast du halt irgendwie andere Standards, obwohl, naja, in Amerika. Der kann ich plötzlich. Wenn du nach Amerika gehst, ja, so ist es. Das ist sowieso kein TÜV, dann kann es auch sein, dass du den letzten Schabrackkarren kriegst. Aber na gut. Das kann ja überall passieren, okay. Naja, in Deutschland nicht, da ist der TÜV. Aus der Wagen hat kein TÜV mehr, dann kann er dir auch die Karre andrehen. Dann bist du natürlich die Garage, wenn er da steht und kein TÜV hat für die Karre. Naja, gut. Das Rennen haben wir jetzt auch abgehakt. Ich trinke noch einen Kaffee. Muss ich zumindest machen. Oh, mal alle haben wir denn? Oh, na gut. Ich wollte mal gucken. Heißt, wenn wir so Rennen hinter uns haben, haben wir sogar einen zweiten Part. Passt ja perfekt hier. Mein Gott, ist das gekonnt, getimed. Das ist so super, wie ich das immer mache. Nicht, dass ich jetzt selber rumprallen möchte, wie gut ich bin. Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Nein, ich bin nur gut. Nein, Spaß. Ich höre jetzt auf damit, das ist schlimm. Yeah, da haben wir diesen schönen Grafikbug am Gold. Ist kein Grafikbug, ihr habt gerade gesehen, das hat eine Karosserielackierung dran in der BR. Ihr seht auch unter dem VW-Zeichen die schöne Kofferraumöffnung. Die eigentlich hier nur eine Textur ist und nicht mehr irgendwie 3D geformt ist, weil da irgendwer zu faul war. Aber wenn du lackierst, bleibt die in der Standardfarbe, also alles drumherum hat eine andere Farbe wegen der Karosserielackierung. Im Karosserievinyl, aber die scheiß Kofferraumklappenöffnung, Hebelöffnung, keine Ahnung, bleibt eine Standardlackierung. Das sieht extrem geil aus, also nicht richtig scheiße, deswegen keine Karosserielackierung auf dem Golf hier ins Spiel klatschen würde. Weil das dem Wagen nicht passt. Obwohl, na gut, ich weiß nicht, ob es ein Wagen ist. Und die Strecke ist schön. Schön kurz. Und schnell. Bremsen. Körper nehmen, Gas. Theoretisch müsste auf der anderen Seite eigentlich noch so ein Gegenkörper sein, wo man darüber abrollt, aber irgendwie den gibt es hier nicht. Hier müsste ein Körper rein. Aber Rennstrecke wäre da einer nebenher gemeint. Klatschi! Das wäre für immer gut, aber es soll uns ja auch scheißegal sein. Wir fahren ja eh zwei Rennen, dann geht es eh nach Punkten. Da muss ich ja gar nicht drauf achten, wie nah die dran sind. Das ist mir sowas von scheißegal. Die könnten meine Schürze küssen die ganze Zeit, wenn sie Bock dazu hätten. Meine Schürze ist geil, das muss man mal auch so sagen. Ich habe Schürzentechnisch hätte ich schon mal ein bisschen upgraden können. Da hätte ich auch auf sehr schnell gekommen. Ich habe auch immer diese mittleren Schürzen. Aber gibt schon bessere, ich bin mir ganz sicher. Ich glaube, es gibt schon bessere Schürze mittlerweile. Aber die finde ich halt geil am Golf 6, Golf 4, Golf 6, yo. Den würde ich gerne mal, wenn sie Underground jetzt mal das Tuning ins Spiel bringen. Das freue ich mir sowieso, dass sie jetzt zum Beispiel in Golf 2 einen Golf drin haben. Das ist. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Golf drin, Spiel ist gut. Ja, auf das Spiel freue ich mich eh noch riesig, riesig, riesig. Das wird da einfach nur bombastisch gut. Ich habe mir bis jetzt aber noch wirklich kaum Gameplays angeguckt. Also Multiplayer-technisch haben sie ja gesagt, bla bla bla, neue Multiplayer-Revolution, sagt jeder. Aber die haben sehr coole Multiplayer-Features, habe ich zumindest gehört von GameStar und Co. Ich habe mir aber nur gehört, irgendwo haben sie mal so Überschrift gehabt, bla bla bla, gute Gameplay-Features im Multiplayer. Dann kam der Bericht und das hat mir alles nicht durchgelesen. Ich will mich überall überraschen lassen. Es gab jetzt auch letztens ein GameStar-Video zum Karrieremodus, die ersten paar Minuten, etc. Habe ich mir auch nicht angeguckt. Ich will mich nicht spoilern lassen. Ich will nichts sehen vom Spiel, gar nichts. Ich will komplett blind ins Spiel gehen. Das mache ich grundsätzlich mittlerweile ins Spiel. Ich gucke mir nichts an. Ich gucke, wenn ich weiß, das Spiel will ich haben, ist ein Rennspiel oder sowas, dann gucke ich mir da nichts so an. Dann warte ich einfach nur drauf. Und gucke dann, ob das was wird. Hätte ich bei Tesla Ferrari Racing hätte ich das vielleicht nicht machen sollen, weil da habe ich mir einfach alles kaputt gemacht. Da habe ich 30 Euro für das Spiel bezahlt, was echt scheiße ist. Beziehungsweise ist das Spiel vielleicht nicht in sich scheiße, aber wenn dann ein netter Herr Entwickler Slightly Mad Studios die Shift entwickeln, dann dieselbe Rennengine da reinkloppen, ihre schönen Schwänze in den Arsch, dann nervt mich das schon ein bisschen. Weil ich will nicht quer über die Strecke brettern mit einem Ferrari. Es geht auch, wenn ich gerade fahren möchte. Und das ist auch so ein Problem, dass die netten Herren auch jetzt das Project Cars machen. Das Spiel ist super, es lässt sich auch gut fahren, hat eine super Grafik. Hör mal wieder die Rennengine von den netten Herren und die Karren kommen wieder mit dem Heck. Ey, ich habe keine Ahnung, was die daran realistisch finden. Welche Kurve fahren, geht nicht jeder Wagen quer. Das soll ich mir nicht verhelfen, anders sollte mir nicht die Karre jedes Mal quer gehen. Das soll ich, weil das für die Wagen normales Fahren ist. Wenn du im Cockpit fährst, merkst du nicht, dass der quer fährt.
das stört mich einfach so abartig. Ich hasse diese Engine, die sie dahinter setzen. Oder das Fahrhandling und alles. Ah, ist einfach kacke. Aber gut, Porsche Custom ist sonst eigentlich gut. Ich hab das Spiel ja und zumindest, ich habe ja die Beta, bla bla bla. Ich krieg aber die Vollversion ja kostenlos, weil ich auch mir da in der Beta direkt gespendet hab. Es lohnt sich auf jeden Fall schon. Nur aktuell, ich hab einen Lenkrad, meinen Xbox-Lenkrad letztens mit dem Spiel nicht sparen. Ich warte noch auf mein G25. Dann kann ich das Spiel auch mit dem Lenkrad zocken. Das geht nämlich aktuell nicht. Aktuell muss ich wunderschön mit Controller zocken und das ist mit dem Spiel scheiße. Deswegen, darauf warte ich noch. Vorher kann ich das Spiel leider Gottes nicht richtig spielen. Neue Ware beim Autohändler. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, neue Ware beim Autohändler? Ich glaub's kaum. Fahren wir mal ganz kurz rüber ins Industrieviertel und gucken mal, was wir da jetzt wunderschönes zu stehen haben. Mittlerweile schalten wir immer nur ein Auto pro RN frei. Ich finde, Freischaltsystem super. Am Anfang haben sie die Flugautos reingekloppt und jetzt machen sie nur noch eins. Also am Anfang gemerkt, ich glaube, wir haben so viele Autos am Anfang geschaltet. Jetzt müssen wir langsamer gehen. Wir müssen langsamer. Machen mehr URL-Rennen. Mehr URL-Rennen, weniger Autos. Das klingt gut. Und machen nur URL-Rennen, gar keine Autos. Ist auch gut. Ist auch gut. Ja, der Spieler braucht sich auf nichts freuen. Der soll sich auf gar nichts freuen. Der soll einfach URL-Rennen fahren und die Fresse halten. Das hätte man es auch machen können. Das hätte auch geklappt, glaube ich. Muss man den mal einfach testen, mal von Underground 2 Testvideos. Mal gucken, ob GameStar Testvideos zum Spiel gemacht. Ich muss mir einfach mal angucken, was da für eine Bewertung war. Interessiert mich jetzt einfach mal. Wie sie das Spiel damals bewertet haben, ob sie da auch schon so Need for Speed-Hasser waren. Also sind ja nicht alle Need for Speed-Hasser, aber kein großes Spielermagazin gibt mir eine Erwartung mehr an die Spiele. Was ich ja auch verstehen kann in den letzten Jahren. Hey, zieh dich einfach um und lass dich inspirieren. Hier kannst du dir einen neuen Wagen aussuchen. Oh, Mustang und Lerix, ja, leck mich doch, ey. Das könnte ja noch dauern, bis wir unseren wunderschönen Skyline haben. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ich muss gucken. Ja, wir können jetzt noch ein bisschen rumfahren, das war's. Aber da werden die Patzer zu kurz, das kann ich auch nicht machen. Aber wir müssen erst noch rüberbrettern. Oh, das geht ja gar nicht. Ah ja, Felgen wollten wir noch lackieren. Stimmt ja. Ich muss da irgendwie rüber. Das könnten wir noch machen. Das ist ein guter Folgenabschluss, denke ich. Guck mal, Felgen lackieren hatten wir schon nur 0,2 hätten wir davon bekommen. Aber egal, ich mach's trotzdem, weil ich gucken will, ob das mit den Felgen gut aussieht. Und lackierten lila oder schwarz. Schwarz-grau oder schwarz sieht gut aus. Bremse ziehen. Ja, und die Mülltonne mit vollem Schwung küssen, die voll verrostet ist. Schön, das macht dem Lack was Gutes. So. Machen wir es denn? Felgen. Er bringt ja nur 0,2 aber. Ja. Das könnte wirklich was. Eieieiei. Sehen denn in rosa oder lila aus? Ist so eine Frage. Nee. Eher nicht. Ich glaube, ich mache die echt schwarz. Mach die schwarz. Schwarz sehen sie gut aus. So gefallen mir meine Felgen gut. Gut, dann wäre es das auch für die heutigen zwei Folgen. Die sind zwar vielleicht ein bisschen kürzer ausgefallen, aber zeitlich habe ich heute einfach nicht mehr Zeit für mehr als das hier. Und ich sag mal, wir sind uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Need for Speed Underground 2. Wenn euch die Folgen gefallen haben, würde ich mich wie immer riesig über ein Like freuen. Ich würde mich riesig freuen. Also mein Gott, ich würde mir die Haare raufen, wenn ich mich darüber freuen würde. Meine Fresse freue ich mich darüber. Entschuldigung. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und hoffe, ich komme dann langsam in die Skyline näher. Wir sind nämlich jetzt 39%. Ey, wir kommen nicht durch in das Spiel. Schaltschriften fehlen uns auch noch 9, Alter. 4 DVD-Cover fehlen uns noch. Du 5 sind wir auch noch nirgendwo. Alter. Teile haben wir aber so mittlerweile fast alle. Das ist schon krass. Gut, ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.